Ist es wirklich so, dass da schon so ein Klima der Angst herrscht, dass man sagt, man kann bestimmte Dinge auch als Jugendlicher nicht mehr formulieren, weil man halt einfach Angst hat vor der nächsten Schlägerei, jetzt sehr salopp formuliert? Also wir haben jetzt eine ganz interessante Entwicklung gesehen. Wir haben jetzt wieder eine große Lehrlingsstudie veröffentlicht. Da geht alles genau in die Richtung, wie es der Ralf Schöllhammer gesagt hat. Da ist die stärkste Partei die FPÖ unter den österreichischen Lehrlingen. Nur in Wien ist es ein bisschen anders. Da ist die SPÖ noch die stärkste Partei. Und die Grünen haben 5%. Das würde man eigentlich nicht glauben. Man hätte so eher den Eindruck, dass gerade die jungen Menschen, die ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit immer gemacht haben. Ich glaube, wenn man ganz interessanterweise, wenn ich vorhin das eins anspricht, wenn man immer das Gefühl hat, beim jungen Menschen, ich weiß nicht warum, man denkt dann immer an den Studenten. Mhm. Aber es ist ja nicht jeder Junge, ja. Gott sei Dank, und es wäre vielleicht besser, wenn es noch weniger wären, ist irgendwo auf der Uni und studiert, aber es ist ja nicht unter Wasser lesbische Tanztheorie, sondern es gibt eben auch Leute im Berufsstängel. Und das ist dann natürlich. Gibt sowas unter Wasser lesbische Tanztheorie? Naja, so, die haben vielleicht jetzt ein bisschen überzeichnet, aber ich bin, glaube ich, nicht ganz weit von der Realität entfernt.